Meine lieben Zuschauerinnen, meine lieben Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem YouTube-Kanal Elektrotechnik Basis 123. Die technischen Anschlussbedingungen, abgekürzt TAB, der Stromnetzbetreiber, geben vor, dass Elektromotoren mit einem Einschaltstrom von größer als 60 Ampere bzw. 30 Ampere nicht so einfach an das Stromnetz eingeschaltet werden dürfen. In diesem Video haben wir eine Schutzschaltung für das direkte Schalten von Drehstrommotoren angewendet wird. Also gemäß TAB, der Stromnetzbetreiber, auch erlaubt ist. Bevor ich ausführlich auf die Schutzschaltung zu sprechen komme, vorab nochmals allgemeine Grundlagen der Schutzschaltung. Die Schutzschaltungen bestehen immer aus zwei Stromkreisen. Einmal der Steuerstromkreis und einmal der Hauptstromkreis, auch als Laststromkreis genannt. Zwei Arten von Schützen gibt es, einmal ein Relais. Diese sind für kleinere Schaltleistungen geeignet und die Schütze allgemein. Diese sind für größere Schaltleistungen geeignet. Hier haben wir ein Motorschutzrelais. Hier haben wir die Hilfskontakte von dem Hauptschutz. Hier im Hauptstromkreis, im Laststromkreis, die Hauptkontakte des Leistungsschutzes. Hier die Sicherungen, die Schmelzsicherung im Laststromkreis und im Steuerstromkreis. Hier den Motorschutzschalter, der Motor, der Taster für die Einschaltung des Motors, der Notausschalttaster betrieben wird der Steuerstromkreis mit 230 Volt Wechselspannung 50 Hertz. Der Laststromkreis wird mit 400 Volt Drehstrom, also Drehspannung, Wechselspannung, drei Phasen Wechselspannung, 50 Hertz betrieben. Die Schütze und auch die Relais in den Schutzschaltungen allgemein sind elektromagnetische Schalter. Die beiden Stromkreise für die Schutzschaltung werden getrennt gezeichnet. Zu den Anschluss Voraussetzungen des Motors noch erwähnt, die Scheinleistung des Motors darf nur die 5,2 kV Ampere überschreiten, wenn der Einschaltstrom gemäß TAB des Stromnetzbetreibers 60 Ampere oder beziehungsweise 30 Ampere nicht überschreitet. Der Motorschutzschalter schützt den Motor vor Kurzschluss, vor Überlast. Zusätzlich haben wir die Schmelzsicherung, die den Laststromkreis, die Zuleitungen für den Motor schützt. Wir haben als Motor einen
Drehstrom-Asynchromotor, der am häufigsten eingebaut wird, eingesetzt wird in der Praxis, weil es sehr viele Vorteile hat gegenüber anderen Elektromotorkonstruktionen. Aber auch beim Ausfall von mindestens eines Außenleiters schaltet der Motorschutzschalter den Hauptstromkreis ab. Wir müssen beide Stromkreise getrennt betrachten. Der Steuerstromkreis wird auch hier durch eine Schmelzsicherung geschützt. Die Einstellung des Motorschutzes an dem Motorschutzschalter erfolgt immer mit dem Bemessungsstrom des Elektromotors. Im Hauptstromkreis sind in Reihe zu den Außenleitersicherungen, Schmelzsicherungen, die Hilfskontakte des Hauptschutzes zu verdrahten. Wenn der Hauptschutz zieht, anzieht, gehen diese Kontakte zu und der Stromkreis zum Elektromotor, zum Drehstrom-Asynchromotor ist geschlossen. Der Motor wäre damit eingeschaltet. Vor den Motoranschlussklemmen haben wir noch den Motorschutzschalter. Der Drehstrom-Asynchromotor hat drei Anschlussklemmen für die drei Phasen und die Anschlussklemme für den Schutzleiter PE. Weil das Motorgehäuse aus Metall besteht. Im Steuerstromkreis haben wir die Schmelzsicherung am Anfang der Schaltung. Damit wird die Zuleitung, die Leitungen geschützt vor Überlast und vor Kurzschluss. In Reihe schalten wir den Notaustaster S0, die nicht nur den Motor abschaltet, sondern auch bei Gefahr den Stromkreis unterbricht. Als Notaustaster. Ein Notaustaster wird immer als Öffner eingebaut, ist auch genau gekennzeichnet. Die Notaustaster sind auch speziell gekennzeichnet, haben eine abweichende Gehäusefarbe, denn bei Gefahr können wir sofort den Notaustaster S0 betätigen. Damit wäre der Stromkreis sofort unterbrochen. Danach haben wir unseren Eintaster S1. Parallel dazu die Schließerkontakte des Schutzes 13, 14 wegen der Selbsthaltung. Die Selbsthaltung vom K1. Vom Schütz K1. Das heißt, die Kontakte 13 und 14 vom Schließer des Schützes K1 überbrücken dann den Taster, den Eintaster S1, weiterhin zu dieser Parallelschaltung von dem Eintaster und der Selbsthaltung K1, zu der Parallelschaltung von dem Eintaster S1 und der Selbsthaltung Kontakte, Schließerkontakte vom Schütz K1 13 14 kommt in Reihe das Hauptschütz mit seinen Hauptanschlusspunkten A1 und A2. Das heißt, wenn wir jetzt den
Eintaster betätigen. Das läuft dann in Milli sofort in Echtzeit ab. Dann wird das Schütz K1 angezogen. Und auch wenn wir den Taster sofort hier loslassen und der Stromkreis in dem Pfad wieder offen ist, ist das Schütz weiterhin im Betrieb durch die Kontakte, durch die Selbsthaltung 13 und 14 vom Schütz K1. Das heißt, der Stromkreis würde dann hier über den Schließerkontakten des Schützes K1 aufrecht gehalten. Wir können den Stromkreis nur noch durch den Austaster wieder unterbrechen. Wenn wir den Austaster unterbrechen, dann fällt die Selbsthaltung weg. Das heißt, die Hilfskontakte vom Schütz K1, der Schließer 13, 14 geht wieder auf und das Schütz K1 ist nicht mehr in Betrieb. Damit würden auch diese Kontakte im Hauptstromkreis, im Laststromkreis vom Schütz K1 sich öffnen und der Motor wäre damit abgeschaltet. Wir müssten dann den Motor wieder mit dem Eintaster S1 einschalten. Dann greift nach der Einschaltung, nach der Betätigung des Tasters S1, erfolgt wieder die Selbsthaltung und der Motor ist wieder in Betrieb, indem die Schließerkontakte im Laststromkreis wieder sich schließen. Den Motor können wir abschalten wieder über den Austaster S0. Dann fällt wieder die Selbsthaltung weg. Das heißt, der Schließer öffnet wieder seine Kontakte. Das Schütz, das Hauptschütz K1 ist dann wieder stromlos. Und hier die Kontakte im Laststromkreis öffnen sich. Der Motor wird abgeschaltet. Diese Vorgänge laufen im Normalbetrieb ab. Natürlich, wenn Störungen sind, können die Sicherungen ausfallen. Dann sind auch die Stromkreise, jeweiligen Stromkreise unterbrochen. Oder der Motorschutzschalter schaltet ab. Oder hier im Steuerstromkreis oder das Motorschutzrelais im Steuerstromkreis F4 öffnet seine Kontakte und der Stromkreis ist hier unterbrochen. Diese Vorgänge laufen dann ab, wenn natürlich Störungen sind. Wenn der Motor überlastet wird, wenn die Zuleitungen überlastet werden, wenn ein Außenleiter ausfällt, oder wenn Kurzschluss ist. Meine lieben Zuschauer, in diesem Video haben wir das direkte Schalten von Drehstrommotoren kennengelernt. Wir haben uns die Schützschaltung dazu angesehen und besprochen. Und zwar den Steuerstromkreis und den Laststromkreis. In weiteren Videos wird es noch andere Varianten von Schützschaltungen geben. Wenn wir den Drehstrom-Asynchromotor nicht direkt einschalten, weil die Bedingungen nicht erfüllt sind für das direkte Einschalten des Drehstrom-Asynchromotors, sondern wenn wir über eine andere
Einschaltmöglichkeit unseren Drehstrommotor betreiben. Einschalten. Diese Schutzschaltung werden wir in den kommenden Videos ausführlicher besprechen. Es werden noch viele Videos zu Schutzschaltungen folgen. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren würden, denn es werden ähnliche Videos wie dieses Video folgen und viele weitere Videos im Fachgebiet der Elektrotechnik hier auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Bewerten Sie auch diese Videoaufnahme. Auch würde ich mich über hilfreiche, auf das Video bezogene, auf das Thema bezogene Kommentare freuen. Ich wünsche uns allen noch eine gesunde, friedliche und erfolgreiche Zeit. Bis zum nächsten Video auf meinem YouTube-Kanal Elektrotechnik Basis 1, 2, 3. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.